und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den MAN TGS von Metzda aus dem SCS Forum geupdatet von Mondo N aus dem SCS Forum. So, und nein, bevor jetzt jemand fragt, das ist immer noch mein alter Rechner, mit dem wir jetzt hier gerade eine Mod-Vorstellung machen, weil mein neues noch nicht fertig. Das dauert einfach, ne? Da muss man alles einpflegen und das dauert einfach. Deshalb jetzt hier nach wie vor noch mit meinem alten Rechner. So, der TGS geupdatet gibt es in der ML- und LX-Variante. Das ist unsere M-Variante. Sieht ganz cool aus. Was ich ganz hübsch finde, ist hier hinten das hier, ne? Tschack. Ne? Offenes Fenster ganz hinten. Sieht auch sehr witzig aus hier, ne? Also hier kann man es auch wieder zumachen, wenn man das möchte. Das sieht halt dann so aus. Ist mal was anderes. Dann dazu gibt es dann hier oben noch die Anbaupunkte, Slots hier. Das sind so. Oder nur diese 6 Stück an der Zahl. Oder halt dann hier mehr. Die finde ich ganz interessant. Und ansonsten gibt es ja noch die Spoiler. Ist auch logisch, ne? Spoiler. Auch hier eine Raced-Variante. Sieht dann auch ganz fresh aus. Das hier wird übrigens, Moment, wir gucken mal hier, auch in den Fahrwerken, eine Heavy-Variante. Die sieht dann so aus, ne? So, ja. Oh, Entschuldigung. Heavy, so. Ja. Dann die Hydro-Drive. Dann diese, das und jenes. Und dann von bis Achsen. So, jetzt haben wir hier die 8x4. Und da hier wird natürlich Folgendes noch. Nicht zu vergessen, hier, tschack, diese extra Aufbauten dazu für den Schwerlast. Ne? Hier mit sozusagen den Tank halt und Rückfahrstrahler sieht man hier oben. Natürlich haben wir auch einen extra Tank hier nochmal. Dann das hier mit dem Cooling-System. Alles ein bisschen in Chrom oder dann in ganz schwarz-matt. So, finde ich ganz cool. Auch hier auch die Trailerkabel, die funktionieren auch. Was natürlich ein bisschen doof ist, ist natürlich unsere Leistung. Wir haben nur 480 PS. Damit wirst du jetzt hier keine Schwerlast ziehen können. Das muss man natürlich auch so ganz stark erwähnen. Aber immerhin ist es mit dabei. Außer man holt sich irgendwie so einen PS-Mod oder so und baut sich da die Definition um, wer es kann. Der kann das natürlich auch machen, ne? Klar. Deshalb bleiben wir bei der 4x2. So, das mal zur L-Variante. Dann kommen wir zu M. M ist halt dann hier einfach mit Schlafkabine, ne? Klar, logisch. Hier wird dann auch die Spoiler dazu. Ich mache jetzt hier einfach mal so, ne, dass es einfach sieht. Und die Standard-Spoiler. Und Slots hier, Slots da. Die sind halt dann so. Ne? Und jetzt, und die restlichen Anbauparts sind dann nicht anders wie zum Beispiel beim LX. Da sieht die Sache ein kleines bisschen anders aus. Da haben wir zum Beispiel über die Slots nur diese 4 Stück, keine 6 mehr. Oder hier vorne keine mehr, sondern einfach nur diese hier. Und Spoiler ist dann auch klar, Spoiler so oder so, 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 Midlift oder halt dann hier. Das sieht dann so aus. Ja? Und dann haben wir hier vorne natürlich bloß noch die Sonnenblende. Die sieht dann so aus mit den passenden Slots dazu. Ich nehme heute aber mal nicht diese Variante, sondern einfach mal die L-Variante. Ist mal was anderes. Warum auch nicht? Das ist so, ja, so die Kiste für die Tagestouren. Und da will ich mich hier einfach mal für das entscheiden. Ich nehme mal die Mittelvariante. Na, gucken wir mal. Also, wir haben jetzt hier, Moment, wir nehmen hier mal. Komm hier, wir haben sogar Lights, ist klar, für die Lampen hier, für die Positionslicht, ne? Beim Original sind sie dann hier vorne in der Sonnenblende verbaut, ne? So, oder Original. Da kannst du hier noch irgendwelche Lampen hinbauen, wenn man das möchte, so zum Beispiel, ne? Als Beispiel. Oder man nutzt dann hier diese Slots. Achso, da muss man die Sonnenblende entfernen. Echt jetzt? Achso, wahrscheinlich nur da, ne? Da geht's dann wieder. Okay. Also, die gehen dann nur bei denen hier. Genau, nur da. Und hier gehen sie dann nicht. Dann machen wir die Sonnenblende weg. Ist doch Bockwurst, oder? Ja, machen wir es einfach mal so. Ist doch wurscht. Dann machen wir hier die Hörnchen hin. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann machen wir hier noch, weiß ich nicht, irgendwelche Lampen hin. Hier könnte man das auch diese Lampe hin machen. Oder diese da, da und jenes. Und hier, weiß ich nicht, eine Rundumlicht. Nee, die Rundumlicht kommt hier hin. So, das würde dann theoretisch mal so aussehen. Ist doch mal was anderes, ne? Warum man nicht? Oder man sagt, nee, ich will doch lieber hier, jetzt muss ich mal schnell schauen, wenn ich jetzt das mache, ist klar, Lampen, gehen dann das, was geht weg, ah, okay, gut. Gut, das heißt, die Hörnchen, Moment, achso, gut, so, ah ja, gut, die Hörnchen bleiben und dies bleibt dann das, dann haben wir hier noch die Lampen, die man dann hier noch aufbauen kann, in dem Fall jetzt hier, so, also das wäre mal so die Variante, was ihr hier nutzen könnt, ne? Dann geht's weiter, das ist dann die Seitengardinen, dann habt ihr noch die. Achso, das ist dann wieder zurück später. Das sind die Gardinen für den Innenraum. Hier auch lackiert oder nicht lackiert. Hier haben wir Slots, gibt es ja noch keine. Das war Metz damals nicht gemacht.
soweit ist er noch nicht gekommen, ist ja die Version 1.0, glaube ich, vom TGS, von der Version 1.34 oder irgendwie so, will ich mich jetzt nicht ganz festlegen, aber so war das damals, ne? Der hat halt da nicht weitergebaut, keine Zeit, whatever. So, das sieht auch noch so aus, ne? Deshalb habe ich auch keine Slots. ADR-Tafel, habt ihr ja soweit gesehen, Plaste. Hier gibt es noch die Länderkürzel, wenn man das möchte, das finde ich auch ganz gut. Hier auch nochmal lackiert oder Plaste. Und auch nochmal so Kunststoff lackiert oder Chrom, das gibt es auch lackiert oder so. Ne? Kann man mal Plaste lassen. Das hier sind die Eckspoiler, gibt es auch in Kunststoff, in diesen so oder so. Kann man sich auch aussuchen. Was haben wir hier noch? Das bleibt lackiert. Jetzt muss ich mal gucken. Plastik, Kunststoff. Ah ja, ja, okay, Kunststoff. So, dann hast du hier komplett Plaste. Genau, kann man auch mal machen. Was mich nach wie vor stört, was heißt stört? Wir haben hier keine Positionsleuchten an der Seite. Finde ich ein bisschen doof, aber ist halt nur mal so. Ne? So, die Verkleidung machen wir dafür weg. Rückleuchten gibt es dann die LEDs oder die alten. Unterlegkeile ist auch klar. Das ist original Platte 1. Achso, da musst du die Seitenverkleidung verlassen. Nein, die lassen wir mal dran. Die lassen wir heute außen, lassen wir mal dran. Und dann sind wir im Prinzip von außen eigentlich schon fertig. Und dann gehen wir mal ins Interieur. Das sieht dann so aus. Ne? Da haben wir hier unser Ambiente Light. Also so eine Art Interieurlicht. Von der Höhe passt es auch vom Interieur hier. Bilklimbim, CB-Funk, Kabinen-DLC, glaube ich, ist soweit klar, oder? Da brauchen wir nichts dazu erwähnen. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Dann nehmen wir noch das Navi von Mads. Dabei, es gibt ja vom Interieur noch diese Exklusivvariante mit Navi. Wenn gewollt und gewünscht. Können wir ja mal reinmachen, ist ja egal. Dann haben wir noch den Plastetisch oder den Holztisch. Da gehen leider die Slots hier nicht, warum auch immer. So, das ist von mir das Gedöns, das findet ihr in der Beschreibung. Hier diese kleinen Lampen. Hier Tasse vielleicht noch. Hier noch irgendwas, ein bisschen Zeug hinstellen, wenn man möchte. Tasche vielleicht noch, Kühlbox. Und dann hier noch das Bettchen. Ne? Das mal so zum TGS jetzt hier. Ah ja, das Lenkrad vielleicht noch, haben wir auch noch die Exklusivvariante. Und dann sieht er von außen schon mal gar nicht so schlecht aus, finde ich. Das ist halt mal so ein typisches Fahrerhaus. Für, oder LKW für den Nahverkehr dieser TGS. TGS hier ist halt hier ein bisschen kleineres Führerhaus. Man sieht es hier so normal vorbei und dann würde es hier eigentlich beim normalen hochgehen, beim TGX. TGS ist halt ein bisschen kleiner. So, aber schöne Ecke. Wir starten mal den Diesel. Was mir auffällt, das werde ich aber natürlich ansprechen beim Autor, dass hier unser Dashboard nicht funktioniert, aber da wird es bestimmt dann nochmal eine Fixversion dazu geben. Bevor wir los schüsseln, gucken wir uns mal kurz. Open Window funktioniert natürlich hier auch. Sound ist da. Ne? Also Open Window funktioniert hier ganz schön, gut zu sehen. Ja, machen wir wieder zu. Es zieht und das soll es nicht. Nicht, dass wir krank werden. Ganz schlecht zu Corona-Zeiten. Sound funktioniert, wie schon gesagt. Und ein schöner kleiner LKW für Tagestouren, wenn der mal von Nürnberg nach München fährst zum Beispiel. Ne? Als Beispiel. Also sehr, sehr toll hier. Die ganzen Spoilern und alles, was noch so da mit dabei ist, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Schöner kleiner LKW. Kommen wir zum Lichttest. Also hier unser Tagfahrlicht ist klar. Dann haben wir unser Standlicht. Tschack, mit diesen LED-Stripes vorne in die Scheinwerfer hier. Ne? Und dann Abblendlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Auch unten die Nebelleuchten, die leuchten mit, die funkeln wie ein Osterei. Passt also. Hinten ist, glaube ich, auch klar. Brauche ich nicht erwähnen. Bremse, Blinker, alles funktioniert, zumindest die Beleuchtung ist hier gut. Was hier noch ganz interessant ist, natürlich unser Ambientelicht, das sind diese kleinen roten Streifchen hier, ne? Und die leuchten dann hier rot. Ne? Könnt ihr auswählen, müsst ihr nicht auswählen, aber die Option habt ihr. So, bin jetzt nochmal zur LX-Variante gewandert, habe das nochmal kurz umgebaut hier, ne? Einfach nochmal so zum Testen. Und sieht eigentlich ganz toll aus, dieser MAN TGS, geupdatet von Mondo N. Und wie schon gesagt, mit dem Dashboard werde ich dann nochmal ansprechen. Und dann gehe ich mal schwer davon aus, dass es dazu dann nochmal ein Fix-Update gibt, damit auch das Dashboard funktioniert. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, dass es nicht funktioniert, weil die Kiste läuft ja. Ne? Ihr wisst, wie schnell das erfahrt. Ihr habt ja alle Daten da, wie viel Sprit habt ihr noch, Navi habt ihr da, alles, sonst funktioniert hier alles. Und deshalb ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ne? Wenn es jetzt mal nicht funktioniert, erstmal. Und da wird es bestimmt ein Update noch dazu geben.
Ansonsten habt ihr soweit alles gesehen, was hier funktioniert. Ihr habt eine Menge Auswahl wieder und ich finde den TGS nach wie vor einfach mega. So ein kleiner, schöner LKW in der Garage zusammen ist immer gut. Für Tagestouren und so finde ich einfach nur klasse. Und jetzt nochmal an die Leute, die meckern, ist ja nur eine Fix-Version. Nochmal, na, das möchte ich immer wieder erwähnen. Wenn es in dem Fall jetzt Mondo N nicht geben würde und ja diese Fix-Version nicht schreiben würde, dann hätten wir gar keinen TGS oder keinen Euro 6 oder keine TGX von Mazda. Ne? Das immer im Hinterkopf behalten, liebe Leute. Ne? Also freut euch über eine Fix-Version, damit wir diese LKWs noch spielen können. Weil ohne diese Fix-Version würde diese LKW nämlich im SCS-Forum verstauben, ne? Weil sich einfach keiner drum kümmert. Und deshalb einfach nochmal vielen Dank dafür, auch für ein Fix-Update, ne? Dass die Kisten laufen und wir hier fleißig diese LKWs noch zocken können. Das vergesst das bitte nicht. Ne? Also deshalb nicht immer meckern, Fix-Version, sondern erfreut euch hier, dass der LKW läuft. Und da bin ich immer ganz froh drum, ne? Weil die einfach ein bisschen Abwechslung auch ins Spiel bringen. So, das nochmal zu dem. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im SDS-Forum nachfragen. Ansonsten lasst einen Daumen da, wisst ihr selber, ne? Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken vielleicht noch und dann wünsche ich viel Spaß mit dem MAN TGS von Mazda aus dem SDS Forum mit dem Update von Mondo N. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.